Und herzlich willkommen im neuen Video und hier im Wald am Bogensee. Ja, wir haben uns hier ein kleines Lager errichtet, diesmal ohne Tarp. Und wir waren aber vorher schon mal unterwegs an einem geschichtsträchtigen Ort, nämlich an der ehemaligen FDJ-Kaderschmiede oder FDJ-Schule Wilhelm Pieck am Bogensee und am Waldhof am Bogensee, dem Landsitz, dem ehemaligen Landsitz von Josef Goebbels. Das haben wir uns angeguckt und die Eindrücke davon, die seht ihr jetzt. Ich hoffe, unsere Eindrücke haben euch gefallen. Ja, es hat ja immer so ein bisschen was Prickelndes, so was Vergangenes, was so Geisterstadtmäßiges. Was ich besonders interessant fand, ist diese räumliche Nähe, die man sich gesucht hat zwischen der einen Diktatur und der anderen Diktatur. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Nun ja, wir machen uns jetzt hier ein Süppchen. Heute Tütensuppe à la Huhn oder sowas. Oh ja, das Wasser braucht noch ein bisschen. Wir haben auch kein richtiges Feuer angemacht, sondern über Spiritus war mir irgendwie nichts. Wir sind hier im Kiefernwald. Es ist zwar alles nass und feucht, aber
Man will ja kein Risiko eingehen. Gut, na dann sehen wir uns bei der Suppe wieder. Guten Appetit! So, Lieben, das Essen hat gemundet. Wir haben unser Lager hier wieder aufgeräumt. Und jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Und unterwegs werden wir für euch noch ein paar Bilder einfangen. Das war heute ja so eine etwas gemischte Tour. Ein bisschen Lost Place, ein bisschen Wandern, ein bisschen Bushcraften. Alles nur ein bisschen, aber alles ganz schön. Ja, wie wir das weitermachen? Ich finde solche Orte ja spannend, solche verlassenen, mystischen Orte. Aber da das oft nicht so ganz legal ist, werde ich meinen Sohn wohl nicht mitnehmen können. Jetzt guckt er ganz empört. Ja, vielleicht könnt ihr da hinten schon den See durchblitzen sehen. Da gehen wir jetzt hin, verlassen jetzt hier unser kleines Versteck. Das ist echt ein ganz netter Platz. Ja. Und weil wir gerade mal dabei sind, sagen wir herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.